Ja, hallo, ich bin der Vari und ich heiße euch willkommen zu Auf den Spuren des Dachses Teil 5. Ich habe meine Wildkameras ein bisschen umgestellt, so an anderen Plätzen. Und wenn ihr wissen wollt, was der Dachs dann dort so an dachsige Dinge treibt, dann guckt euch das Video nach dem Trailer an. Viel Spaß! In dem fünften Teil habe ich einige meiner Kameras an anderen Positionen angebracht, um mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, was der Dachs so macht. Und mir ist aufgefallen, dass die Jungtiere entweder bereits so groß sind, dass man sie von dem Alttier nicht mehr unterscheiden kann, oder dass es noch keine Jungtiere gibt, beziehungsweise sie noch nicht den Bau verlassen. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass das hier Forstgebiet ist und der weibliche schwangernde Dachs kann, wenn er Stress empfindet, wenn hier den ganzen Tag Holz geschnitten wird und Krach gemacht wird, Hormone ausschütten, die die Schwangerschaft abbricht. Kann auch vorkommen, dass dann dieses Jahr gar keine Jungtiere hier sind. Weiß ich nicht, vielleicht kommen sie ja noch. Oder sie sind mittlerweile in so einer Größe, dass man sie von den Alttieren nicht mehr auf der Wildkamera unterscheiden kann und die tatsächlich hier mit rumlaufen und wir das gar nicht wissen, das ist ein Jungtier, das ist ein Alttier. Die Auflösung der Kameras ist natürlich auch nicht so wahnsinnig hoch, dass man jetzt nun gewisse Unterschiede sehen kann. Des Weiteren, die Schwangerschaft bei den Dachsen, da gibt es etwas, was im Tierreich nicht allzu oft vorkommt, aber auch nicht unbedingt sehr selten ist. Und zwar kann der weibliche Dachs gleich nach dem Wurf neu empfangen, aber die befruchtete Eizelle gerät erstmal in so eine Art Schlafmodus. Erst wenn Hormone freigesetzt werden, die beim Fettabbau geschehen, das ist dann so in der Winterzeit, erst dann nistet sich die Eizelle in der Gebärmutter ein. Und braucht so im Schnitt 45 Tage, um zu reifen. Wenn der Dachs in der Zeit wieder Fett anbaut, kann die Schwangerschaft abgebrochen werden. Oder wenn er vorher Fett abbaut, kann die Schwangerschaft gestartet werden. Das ist ein Rhythmus, der sehr flexibel ist, um eine Winterzeit auszugleichen. Wenn jetzt Junge da sind, dann zeugt nur die leibliche Mutter die Jungen. Das heißt also, wenn die Mutter stirbt, müssen die Jungen entweder schaffen sie es oder verhungern. Eine fremde Dachsmutter nimmt die nicht an, obwohl Dachskinder in dem Clan auch miteinander spielen und andere Clane besuchen, vielleicht da sogar auch mal schlafen, aber sie werden nicht gesäugt. Wenn sie versucht zu saugen, wird die Mutter sie verjagen. Die fremde Mutter, nicht die eigene. Dahingehend ist der Dachs sehr streng. Wenn die Mutter vergeht, vergehen meistens auch die Jungen. In den Geschichten und Märchen wird der Dachs als Grimbart bezeichnet, weil man ihn immer so als grimmig und brummelig empfunden hat. Was ja meiner Meinung nach eigentlich gar nicht ist. Es ist ein ganz normales Tier. Man hat ihn sehr viel gejagt wegen dem Fett. Das Fett wurde wie Talg verwendet, wie Salbe gegen Rheuma, was aber nicht unbedingt eine vernünftige Wirkung gegen Rheuma hat. Es gibt noch Länder, da wird Dachsfett tatsächlich verkauft, aber heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so üblich. Das, was noch üblich ist, dass Dachshaar verwendet wird als Rasierpinsel, beziehungsweise in speziellen Kreisen auch als Malerpinsel. Aber da gibt es mittlerweile auch viele künstliche Produkte, wo dann die Dachsjagd nur um Fell zu bekommen, glücklicherweise auch aufgehört hat. Jetzt gehen wir über zu den Aufnahmen.
Ich werde im Anschluss der Wildkameraaufnahmen noch einen Rundgang machen, weil ich ja eigentlich mal zählen wollte, wie viele Dachsbaueingänge es eigentlich gibt. Ich laufe die nicht in der Reihenfolge ab, in der ich sie eigentlich gefunden habe, sondern ich laufe sie jetzt so ab, dass ich sie in einem Zug ablaufen kann und nicht hin und her im Zickzack laufen muss wie ein Fuchs, der einen Hase jagt oder so. Und das zeige ich dann so als Zeitraffer mit einem Zählwerk. Könnt ihr ja mal mitverfolgen, wie viele Dachsbaueingänge das sind. Dann kommt noch dazu, ich habe eine der Kameras, zeige ich gleich mal, ein bisschen anders angehangen als die anderen, und zwar in relativ hohen Positionen, die dann von oben auf den Dachsbau herunterschaut. Und dann sieht man mal eine andere Perspektive, sozusagen eine Vogelperspektive. Und da sind dann auch mittlerweile schöne Aufnahmen zustande gekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Film ab! Thank you.
Da waren ja einige schöne Aufnahmen bei, wa? Aber jetzt kommt noch was. Ich habe nämlich ein paar Spuren verfolgt, die der Dachs so hinterlässt. Ich habe da auch mal eine Kamera aufgestellt für ein paar Wochen. Ich vermute, dass es sich um die Dachstoilette handelt. Und die Aufnahmen, die seht ihr jetzt. Spannend. Film ab.
dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt wacker, bleibt tapfer. Ciao, euer Vari. Hat mich eine Ameise gebissen. Schön, dass es jetzt anfängt zu regnen. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Die Dachstoilette. So, des Weiteren. Perspektive. Ja, das waren ja. Da waren ja. Hat hier ein Vogel raufgekackt. Gibt's doch gar nicht. Ey, meine neue Wildkamera, ja, von Lidl. Total beschissen.